Das sind die besten Synchromonster im März. Und auf dem 5. Platz befindet sich die Karte Herold des Bogenlichts. Die Karte gewinnt gerade wieder an Relevanz und das liegt unter anderem an Mikanko, Dwightron und Dogmatica. Auf dem 4. Platz befindet sich der Savage Dragon. Den könnt ihr wunderbar in Dragonlink bzw. in diversen Synchro-Decks spielen und zurzeit könnt ihr den sogar in Phantom Knight spielen, dank der neuen Mikanko-Engine. Auf dem 3. Platz befindet sich eine neue Karte und zwar der Schnellsynchro-Sternstaubdrache. Diese Karte erlaubt es uns auf Synchro-Beschwörung einen Empfänger der Stufe 2 von unserem Friedhof Spezial zu beschwören und während der Mainphase können wir ihn tributieren und können dann einen Sternstaubdrache als Spezialbeschwörung von unserem Extra-Deck beschwören und anschließend würden wir sofort eine weitere Synchro-Beschwörung machen. Das heißt, diese Karte bietet uns unglaublich viele Optionen, variabel auf den Gegner zu reagieren. Auf den 2. Platz hat es ein neues Synchro-Monster geschafft und zwar das Monster Eisjade Gimir Aegirine. Wir haben einen Quick-Effekt und dieser sagt aus, dass unsere offenen Monster nicht durch Karteneffekte des Gegners zerstört bzw. verbannt werden. Und auf dem 1. Platz, wie soll das anders sein, befindet sich immer noch Baron de Fleur. Diese Karte ist einfach unfassbar generisch zu rufen. Die Karte ist ein Omni-Negate, hat einen Schuss und kann noch etwas Spezialbeschwören aus dem Friedhof. Schalte wieder ein, wenn es heißt